Und damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen hier im Tumultwald, wo es weitergeht, denn wir müssen jetzt eine Affenbande killen. Mal schauen, ob uns das gelingt. Ich glaube zwar weniger, aber gut. Wir haben jetzt einen neuen Teamkollegen namens Arcani und ich bekomme Level 40. Yes. Ja. Mach keine Scheiße hier, ne? Junge, wie viel Leben hat der, Mann? Hat der jetzt mit deinem Kollegen den Platz getauscht, oder? Uff. Na. Zum Glück. Hä? Geh weg, ey, ohne Scheiß. Einfach sterben. So. Wir hoffen, dass wir hier schnellst mal durchkommen. Wer ist es? Blutzuck. Interessant. Interesting thing. Interesting thing. Gehst du bitte? So. So aber nicht, Planas. So haben wir nicht gewettet. Dann das Ding hier knallen wir auch aus dem Leben. Blutzug, okay. Ja, können wir mitnehmen. Mal gucken. Nochmal ins Gesicht. Aber ist schon mal schön, dass wir hier auch anwerben dürfen können, wie auch immer. Also Flammenwurf ist ziemlich ungenau, ne? Noch. Schon wieder ein Blutzug? Ne. Sorry, aber. Dann Feuerzahn. Und dann nochmal. Ja, geil. Na komm. Ui, das war jetzt nice. Schlitzer tot. Schlitzer, Doppelschlitzer und tot. Funkenflug tot. Dann... Sehr schön. Frag mich, wie viele Dungeons der Tumultwald hat. Also wie viele Ebenen. Dann nehmen wir jetzt mal Funkenflug. Weil ich habe, glaube ich, keine Äpfel mehr. Einen kleinen Apfel hatte ich noch. Okay. Noctu nehmen wir gerne. Roselia. Kastanie. Kann man sich ja irgendwem anknallen, ne? Dann nehmen wir jetzt Funkenflug. Treffsicherer. Dann nehmen wir hier Flammenwurf.
Warum nur kleiner Apfel, Mann? Oh, war's das schon? Hä, was wollt ihr hier? Wir wollen hier jetzt echt nicht rumprallen. Aber wir sind im 0, nichts auf 180. Und so richtig bringt es uns in Rage, wenn hier irgendwelche Dummbeutel auftauchen. Ey, geht's noch? Was guckst du so blöd? Wohl auf Streit gebürstet, wie? Boah, ey, das sehe ich echt rot. Massenraserei. Die Dummbeutel machen uns zum letzten Mal wütend. Ah ja. Von hinten? Ne. Sicher nicht ein. Kratzfurie, ist klar. Kann das Ding mal sterben, oder? Dankeschön. Hey, du scheiß Ding, hey. Friss das, Ja, komm, Akani. Bei dir mache ich das. Könnt ihr das Ding mal töten? Oder... Zu viel verlangt. So. Dankeschön. Oh, das gab's ordentlich was auf die Mütze für uns. Oh. Blutzug, das nehmen wir ganz gerne mit. Nein. Noch nicht in Camps fanden. Ist Noctu, genau. Ich glaube, ich habe da noch nicht mal Hut, aber ist okay. Oh Gott, wieder wohin genau, ne? So, wie versprochen haben wir diesen Menki mal gezeigt, wo es lang geht. Ich hoffe, Sie haben Ihre Lektion gelernt und halten jetzt mal schön die Füße still. Vielen Dank euch, ist wirklich so. Genial. Ja, wir sind unendlich dankbar. Hier ist unsere Dankeschön. Das Team von Sanja erhält eine geschälte Kastanie zur Belohnung. Das ist eine geschälte Kastanie. Ja, ist so. Eine geschälte Kastanie. Wisst ihr, wir haben kein Geld, ist leider so. Genau. Deshalb können wir euch zur Belohnung auch nur eine Kastanie geben. Seid ihr jetzt enttäuscht? Nein, nein. Das ist schon in Ordnung. Geschälte Kastanien sind köstlich. Sie sind geradezu meine Lieblingsspeise. Haha. Obwohl, ich wünschte, wir hätten etwas Geld mit der Sache verdient. Hey, ihr da! Oh nein! Diese nervigen Menki schon wieder. Hä? Sind uns diese Hetzköpfe etwa bisher gefolgt? Sie wollen sich bestimmt rächen, weil wir sie vermöbelt haben. Ja, euch meine ich. Ihr hattet nur Glück, mehr nicht. Mit uns legt man sich nicht ungestraft an. Diesmal verarbeiten wir euch zu Kleinholz. Wir werden euch regelrecht zermalmen. Massenraserei. Auf sie mit Gebrüll. Hey, Augenblick. Seht euch das mal an. Eine Kastanie. Das ist eine geschälte Kastanie. Was? Tuschel, tuschel. Flüster, flüster. Was flüstern die denn da? Sieht ganz so aus, als würden sie irgendwas besprechen. Genau. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Hört mal. Ihr habt da etwas, was wir wollen. Diese geschälte Kastanie da. Können wir die haben? Wir lieben geschälte Kastanien. Wir lieben sie so sehr, dass wir ohne sie nicht leben können. Und warum besorgt ihr euch dann nicht einfach selbst welche? Naja, Kastanien haben doch immer so eine stachelige Schale, stimmt's? Wenn wir versuchen, sie zu schälen, stechen wir uns immer. Tja, und dann platzt uns natürlich sofort der Kragen.
Deswegen fragen wir euch ja, ob wir die gestellte Kastanie haben können. Wir tun auch alles, was ihr wollt. Was meinst du, Sunny? Sollen wir den Mankey unsere gestellte Kastanie geben? Na gut. Da fällt mir was ein. Hey, ihr. Wie sieht es aus mit etwas körperlichen Arbeit aus? Körperliche Arbeit? Sowas wie Kram rumschleppen? Naja, Muckis haben wir zwar, aber Arbeit geht uns gegen den Strich. Aber immerhin geht es um eine gestellte Kastanie. Prima, dann hört zu. Wir wollen unsere Basis umbauen, damit sie etwas mehr hermacht. Basis? Genau. Ich spreche von der Basis für unser Retterteam. Wenn ihr uns beim Umbau helft, geben wir euch diese gestellte Kastanie. Nun, was sagt ihr dazu? Tuschel, tuschel. Flüster, flüster. Okay, wir nehmen das Angebot an. Wirklich? Ihr werdet uns also helfen? Ja, überlasst das uns. Wir schleppen das Baummaterial her und modeln ruckzuck das Gebäude um. Wir sind nämlich von der schnellen Sorte. Das wird nicht lang gefackelt. Im Gegenzug, gebt ihr uns diese geschälte Kastanie? Ich helfe auch mit. Dank meiner Seidenfäden können wir alles zusammenkleben. Ich will auch helfen, ist so. Genau. Ich habe irgendwie ein ziemlich schlechtes Gewissen. Ihr wisst schon, weil wir euch nur eine lumpige geschälte Kastanie gegeben konnten. Genau. Schnief. Ich danke euch allen. Okay. Packen wir es an. Okay. Okay. Oh Gott, wie sieht dann unsere Basis gleich aus? Und so begannen die Umbauarbeiten an der Basis des Retterteams ASK von Sunny. Einige Tage später. Hä? Wahnsinn, das geht ja echt schnell voran mit unserer Basis. Genau. Wir stehen in eurer Schuld. Genau. Aber wir sind noch nicht fertig. Es gibt immer noch eine ganze Menge zu erledigen. Genau. Ja, das stimmt. Jetzt nicht nachlassen. Bald ist es geschafft. Also los, Mankey. Spucken wir in die Hände. Nanu. Da drüben. Was ist los mit euch? Wir müssen weiterarbeiten. Kein Bock mehr. Was? Das ist so stinklangweilig und monoton. Wie soll man das denn aushalten? Ja, genau. Das macht keinen Spaß mehr. So einige geschälte Kastanie könnte uns die Arbeit wieder schmackhaft machen. Was ist nur los mit diesen Typen? Unser Akku ist leer. Wir brauchen eine geschälte Kastanie zur Motivation. Sunny, wir haben ein Problem. Die Mankey arbeiten wohl erst dann weiter, wenn sie eine geschälte Kastanie halten. Wir müssen also eine weitere geschälte Kastanie für die Mankey finden. Dein fucking Ernst? Da war ja was. Am nächsten Morgen? Uff. Wir müssen jetzt den ganzen Umbau off. Guten Morgen, Sunny. Bringen wir den Mankey eine geschälte Kastanie? Kastanien gibt es im Tummelwald. Ich hab doch noch eine, oder bin ich jetzt ganz dumm? Klonk. Klärberg. Uno Momenti. Kastanie, ich habe noch eine. Haha. Aber ich muss immer erst gucken, ne? Immer erst gucken. Gucken, gucken. Dann gucken wir jetzt noch hier. Na, 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 na. Eine Einladung, die kaufe ich direkt. Die sind wichtig. Dann haben wir jetzt noch... Rücksetzer, Erkenntnisse. Aha, nee, 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 nee. Sind vielleicht manchmal gut, aber in diesem Fall, nee, nee. So, direkt zurück. So. Dein Ernst gerade? Regenbogengummi? Wesenschlacht, Lapishöhle, Frostwald, Klärberg. Ups. Ups, ups.
Scheiße, wir haben ein Problem. Habe ich irgendwo nur einen? Ja, im Feuerberg. Dann könnten wir... So. Ja, ich weiß halt nicht. Feuerberg, keine Ahnung. Wenn du das Bewusstsein verlierst, sollte ich dir eigentlich kein Goldband bringen, sondern irgendwie, keine Ahnung. Eine E-Mission. Ich hoffe, die ist einfach beim nächsten Tag noch da. So. Und habt ihr uns eine geschälte Kastanie gebracht? Oh, eine Kastanie. Wir wollen eine geschälte Kastanie. Los, gebt sie her. Wir werden dann auch ganz hart arbeiten. Hier, bitte. Sonny schält die Kastanie und übergibt sie Menki. Oh, eine geschälte Kastanie. Also los, ihr Faulpelze. Packen wir es an. Was steht ihr da so rum? Na los, kommt endlich in die Gänge. Wir werden die Basis im Handumdrehen renoviert haben. Wir schleppen das Baumaterial her und modeln ruckzuck das Gebäude auf. Wir sind nämlich von der schnellen Sorte. Blabliblub. Und so setzen die Menki nach der Verzehr einer weiteren geschälten Kastanie die Renovierungsarbeiten an der Basis fort. Bald schon näherten sich die Bauarbeiten an der Basis ihrem Ende. Uff, jetzt muss ich wegen den Knechen jetzt noch in einen Dungeon rein. Okay. Haben wir irgendeinen... Ja gut, ich könnte den Klärberg machen, aber... Neun Missionen gerade. Das ist ein bisschen happig, ne? Wissen welche Stockwerk? Ja, nee, bis ins 17. Stockwerk ist gerade ein bisschen übertrieben gerade. U8 höchstens, okay. Komm, machen wir den Schildklamm. Kurz und bündig. Und dann gehen wir noch kurz in den Tumultwald. Hey, du, Flora. Hi. Und tschüss. Teddy Ursa. Auch direkt weg. So. So, der erste von 7. Wir gucken das alles an, ja. Nur keine Sorge. Ein Pudox.
Uff. Ah ja. So. Nice. Ein Apfel, den kann ich sowieso gebrauchen. Ah ja. Oh Gott, das ewige Nicht-Treffen, ne? Ja, so, wieder da. Na? Sonst noch ein Item? Ich liebe meine Akani. Ohne Scheiß. Aha. Interessant. So. Aber komisch, dass uns noch niemand beitreten wollte, ne? So, das war's. Ah ja. Geh weg, kleines. Oh Gott. So. Du willst mich verarschen, ne? Akani bekommt jetzt schon wieder ein Level Up. Sehr schön.
Okay. Irgendwas hat bei ihm einen Rückstoß erzeugt. Okay. Kann ich auch. Nächstes Pokémon gerettet. Nur noch zwei Ebenen muss ich oder so. So. Und dann sind wir hier drin. 6. Na bitte. Feuerzahn. Feuerzahn. Schön ins Gesicht. Du kannst kein bisschen Samen vergiften, sorry. Geht einfach nicht. Oh Gott. Das Ding hat Feuerfänger. Und wir haben das nächste Pokémon gerettet. Damiaplex. Oh. Oh nö, sogar noch. Ne, jetzt sind es noch zwei. Ah ja, Pudox. Ah ja, Quapsel. Ah, das habe ich schon. Schade. Oh, scheiße. Ey, geil. Und du Star. Mit Entschärfen. Dann haben wir hier noch Paras. Und Scaraborn als letztes. Dann haben wir nur noch ein Ebenenkack vor uns und dann ist ready für den Abmarsch. Würde ich doch einfach mal so sagen. Ja, Bibor nehme ich auch. Mega Bibor. Ultra cool. So. Hey, Knackleon. Oh ne, Zickzacks. Jetzt sind wir wieder ein Pokémon weniger, auch gut.
Wir sind schon fast wieder voll. Kann weitermachen. Oh ne. So. Dum, 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 dum. Immerhin Pudox und das gute Hundus da haben wir. Und dann haben wir hier noch so ein Duster, das wollen wir auch, ja. Und das war's. Protein und Grimmsamen, 60 Points. Uff. Knuddelhoff, Orb, Offensivbandana. Damirplex, Eisen. Na? Beleber und Minisam. So. Und jetzt noch ab in den Tumultwald. So, nachdem wir da mal durch sind, sollte eigentlich unser neues, also unsere neue Basis ziemlich nice aussehen. Aber mal gucken. Schön mit Flammenwurf drauf, ins Gesicht. Ah ja, Planas, du willst kommen, kein Problem. Nehme dich gerne. War nur ein scheiß Blutzug, okay. So, Flammenwurf, Funkflug. Gut, dann kann ich es mit Schlitzer beenden. Oh nein, geht nicht. Schade, schade. Dann eben nicht. Flammenwurf. Feuerzahn. Dann haben wir immer noch Funkenflug, Kollege. So. Uff, wir Samurzel direkt so einen Schaden reindrücken. Eieieiei.
Dann haben wir hier Funkenflug. Nein. Finger weg. Okay. Rasierblatt hat das Ding auch. Interesting thing. Dann haben wir hier noch Feuerzahn. Was nun irgendwie nicht gereicht hat. Trotz der Effektivität. Da ist eine Kastanie. So, ich habe gedacht, ich höre meine Kleine, aber dem war nicht so. Nicht schon wieder Blanas. Wobei, ich könnte mir noch einen Blanas eben so holen, damit ich dann direkt ein Tengulist holen kann. Dann fehlt mir eigentlich nur noch ein Samurzel. Gut. Dann kann ich jetzt, wie gesagt, einmal... Und das zweite kann ich auch direkt einlochen. Brauche ich irgendwie einen Blattschein, aber das gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt brauche ich so Gene. Am Ende, also nach der Story. So. Ja, die Menki sind bedient. Klonk. Ihr wollt mich gerade verarschen, oder? Wegen einer Piercive-Beere gehe ich da nicht durch, ja. Also. Und habt ihr uns eine... Ja, ja, komm. Ist ihr wieder dasselbe? Gut, dann hier bitte. Ja, ja, zeig mal, wie schnell ihr seid und so. Das heißt, die Menke nach dem Verzehr einer weiteren geschälten Kastanie, die Renovierungsarbeiten an der Basis voller Tatendrang fort. Bald schon näherten sich die Bauarbeiten an der Basis ihrem Ende. Glaube ich nicht. Dein Ernst gerade, was ist jetzt hier anders? An dem ganzen Kack. Surfer. So. Erdbeben kaufe ich mir einfach so nochmal.
Gut, soweit ist alles gut. Das können wir so nehmen. Dann nehmen wir hier mal etwas Besonderes. Dann haben wir hier noch Helferorb und Stillklamm. Stillklamm. Die Donnerhallhöhle brauchen wir nicht. Dann geht es nochmal durch. Den Tumultwald. Juhu. Nicht. So, Funkenflug. Dann Schlitzer. Dann gehen wir rechts rum. Finden einen kleinen Apfel. Gehen links rum. Finden einen kleinen Kiesel. Dann machen wir einen Feuerzahn drauf. Und der Scheißplan, das ist im Arsch. Dann gehen wir hier mit Flammenwurf entgegen und zerstören auch das Blutzug. Und gehen auf die nächste Ebene. Zum Glück ist der Tumultwald nicht wirklich groß. Smogon. So. Weg. Hallo, Smogon. Kannst einen kleinen Apfel haben. So, Verpflegung. Na bitte. Alle Tote. Nächste Ebene. Kammwurf direkt ins Gesicht. Roselia will auch angeworben werden. Eine Kastanie. Wieder. Funkenflug. Flammenwurf. Flammenwurf. Nix da Samurzel. Flammenwurf. Flammenwurf ins Gesicht. Aus nächster Nähe. Und jetzt sind wir wieder hier. Und wir haben den Dungeon ein drittes oder viertes Mal abgeschlossen, ne? Jupp. Hallo, Smogon. Ich brauche nur noch deine Entwicklung. Und bei dir das genau gleiche. Ich glaube, außer noch Knospi. Aber ich weiß nicht, ob es das hier gibt. Eigentlich ja, weil es gibt ja auch, ne? Pantimimi. Ah ja. Könntet ihr jetzt einfach mal den Scheiß hier fertig machen? Wie lange geht das bitte, bis ihr die Scheißhütte renoviert habt? Und so setzen die Menki nach dem Verzehr einer weiteren Gesinne die Arbeit fort. Und endlich war die Basis fertig. Dankeschön.
Das sieht aber boss-like aus. Schnief, endlich. Endlich ist der Tag gekommen. Sonny, endlich ist es vollbracht. Die Basis von Team ASK. Wow, total cool. Fast schon zu cool, um wahr zu sein. Und die Ähnlichkeit des Designs mit dir setzt dem Ganzen das Sahnehäubchen auf. Wir haben alles sehr hart daran gearbeitet. Das war wirklich anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Genial. Schnief, ich danke euch allen. Hört mal, ich möchte euch was fragen. Jetzt, wo die Retter-Teambasis fertig ist, bedeutet das dann, dass wir keine geschälten Kastanien mehr bekommen? Haha, ihr stellt vielleicht Fragen, das liegt doch auf der Hand, oder? Schließlich muss ja jetzt nicht mehr an der Basis herumgebaut werden. Vielen Dank für alles, liebe Menki. Massenraserei! Was ist denn jetzt kaputt? Hey, tickt ihr noch ganz sauber? Hört auf damit! Mit Feindenkräften gelang es, die wild gewordene Menki zu stoppen, um die Basis vor größerem Schaden zu bewahren. Die Menki schlugen nach der Erhalt weiterer Kastanien mildere Töne an und kehrten rasch in den Wald zurück. Und so geschah es, dass die chaotische Renovierung der Basis doch noch ein versöhnliches Ende nahm. Am nächsten Morgen. Hey, guckt euch das Design an. Die Karte. Guckt euch den St an. Viel schöner. Ai. Morgen, Sunny. Auch am nächsten Tag sieht die Basis immer noch so genial aus wie tags zuvor. Sie wirkt sich auch auf die Stimme aus. Irgendwie bin ich so richtig beschwingt. Hängen wir uns auch heute wieder richtig rein in unserer Arbeit als Retterteam. Und vor allen Dingen, habt ihr euch jetzt schon mal auf die Post da, auf den Postkasten hier geachtet? Ein Glumanda-Schweif. Ja moin, ist ja geil. Ein Tiefticket, okay. Explosivsternband, ne, freu ich nicht. Aber hier ist das geil. Ja, wird's ein Glumanda-Ding. Und wenn man sich entwickelt, wird das Design dann in ein Glutex und in ein Glurak umgeändert. Ist ja ultra nice. Energieball brauchen wir alles nicht. Dann haben wir. Ja, keine Ahnung. Okay. Das kaufe ich mir. Wobei, ich kann mir den Apfel auch direkt gönnen. Ich habe jetzt also genug Kohle. So, dann einmal zum Kangama-Lager. Dann einmal alles ab. Schmeißen, kleiner Apfel, dann hier direkt, ne, wobei die kleinen Äpfel kann ich einfach so reinbuttern. Dann gehen wir hier zum Mini-Belebersamen, Persif, dann haben wir hier noch, im Moment will ich nichts anwerben, Safa kann ich momentan nicht gebrauchen. So, eine Einladung brauche ich nur, so. Und dann eigentlich, ja, keine Ahnung. Bin happy im Voraus und uns stehen noch welche bevor. Aha. Geh mal dort von deinem Platz weg, weil da wäre eigentlich eine Höhle, du Knilch. Um mich zu entwickeln. Ein Reinsamen wäre cool, aber ist halt in der Donnerhallhöhle, ne? Stehlklamm wäre Goldband und Protein im Feuerberg.
So, wir gucken mal kurz. Äpfel nehme ich immer, dann Zink auch, Versandorb. Keine Ahnung. Hier habe ich nur noch drei Seltsamhöhlen. So. Dann haben wir hier noch Feuerberg. Regenbogengummi. Ich habe keine Ahnung, ob ich das machen soll. Aber ich habe sonst noch mehr Lapishöhlen und so. Deswegen Versandorb weg. Dann nehme ich hier die Lapishöhle noch mit. Und dann gehe ich offscreen mal weitermachen. Vielleicht höre ich dann schon bald was. Ah ne, das ist ja nur Tumultwald, ne? So, wie viel habe ich jetzt an Missionen? 11 Klärberg, 8 Lapishöhlen. Okay, sollte auf jeden Fall nice sein. Griffel und Zermurzel fehlen mir dort nur noch. Und Menke natürlich, aber gut. Auch nicht schlecht. Hier noch Plussel, da habe ich alles in Kleinhain. Dann hier Pipi fehlt mir noch. Ponita, Jurob, Nebula, Kikli, Tangela. Tauboss im Feuerberg. Galoppa, Schneckma, Kamaup. Dann hätte ich da auch alle. Dann haben wir hier noch praktisch gar nichts, außer die rechte Seite komplett. Hundemann, Hobelopf, Tauros und Giflo fehlen mir hier noch in der Riesenschlucht. Eigentlich habe ich jetzt nur noch Super-Endgegner. Uff. Tanzer, Joro, Pupita, Muntier. Da habe ich eigentlich noch gar nichts gefangen. Hier, moin. Golbat, Tangela und Nidorina fehlen mir hier noch. Da Stolunior. Also ich bin schon ziemlich gut drin und eins haben wir noch gar nicht gesehen hier im Forstwald. Okay, ich gehe auf jeden Fall zuerst mal in den Klärberg solo und dann schaue ich mal weiter, meine Freunde. Auf jeden Fall E20 wird auf jeden Fall heftig. Mal schauen, wie ich das bewältigen werde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.